Lady Diana gilt auch nach ihrem tragischen Tod 1997 noch immer als einer der beliebtesten Royals überhaupt. Am 1. Juli wäre sie 60 Jahre alt geworden. Auch heute noch erinnern sich ihre Fans, Familie und Freunde gerne an die Königin der Herzen zurück. Mit ihrer Art zog sie die ganze Welt in ihren Bann. Eine, die Diana schon seit Kindertagen kannte und eine enge Freundschaft mit ihr verband, ist Sarah Fergie Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew. In einem Interview mit People sprach die Herzogin von York jetzt über ihre Beziehung zu Lady Di und was sie wohl heute über ihre Söhne Prinz Harry und Prinz William sagen würde. Sie wäre sehr stolz auf ihre Söhne und deren Ehefrauen. Und sie wäre, genau wie ich, besessen von ihren Enkeln. Denn das war es, was sie liebte, so Sarah Ferguson. Auch was Dianas Schwiegertöchter, Herzogin Kate und Herzogin Meghan, anginge, hätte Diana laut Fergie eine klare Meinung. Wenn sie jetzt bei mir sitzen würde, weiß ich, dass sie sagen würde, ich bin so stolz auf meine beiden Jungs und die wunderbaren Frauen, die sie sich ausgesucht haben, denn jede hat ihre eigene Stimme. Damit deutet Sarah Ferguson möglicherweise auch an, dass Diana vor allem Meghan und ihrer Entscheidung, dem Königshaus mit Ehemann Harry den Rücken zu kehren, um ein eigenständigeres Leben zu führen, positiv gegenüberstehen würde. Genau wie für Diana war auch für Meghan das Leben im Palast nicht ganz einfach und beide teilten einige schockierende Offenbarungen in ihren jeweiligen Skandalinterviews. Wie die Herzogin von York weiter im People-Interview erklärt, wäre insbesondere das Familienleben mit ihren Söhnen und Enkelkindern ein echtes Paradies für Lady Di. Das wäre ihr Zufluchtsort, ihr Himmel. Schon als junge Mädchen freundeten sich Lady Diana und Sarah Ferguson an und sollen unzertrennlich gewesen sein. Wir waren beste Freundinnen, seit sie 14 und ich 15 war. Sie hat mir so viel über das öffentliche Leben beigebracht. Sie war so mutig. Wir hatten immer die unglaublichste Zeit zusammen. Diana habe Fergie sogar mit ihrem späteren Ehemann Prinz Andrew verkuppelt. Als Diana bereits mit Prinz Charles verheiratet war, habe sie Sarah Ferguson zu einem Essen mit Schwager Andrew eingeladen. Mit Erfolg, denn 1986 heirateten Fergie und Prinz Andrew. Gemeinsam bekamen sie die Töchter Eugenie und Beatrice. 1996 folgte nach 10 Jahren die Scheidung. Laut Medienberichten soll die Freundschaft von Sarah Ferguson und Lady Diana allerdings vor ihrem Tod nicht mehr ganz intakt gewesen sein. Auch dazu äußert sich die Herzogin von York im Interview. Wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir immer zusammen sein würden. Es gab nie Tageslicht zwischen uns, aber jeder wollte das, weil wir zusammen so stark waren. Die Leute wollten etwas so Starkes brechen. Wie es am Ende tatsächlich um ihr Verhältnis stand, darüber kann nur spekuliert werden.